You do wheelies with the scooter? Jetzt geht hier wieder schon wieder ab. Da ist doch der Schlauch kaputt. Das kann doch nicht sein. Super. So Leute, in diesem Sinne herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem wunderbaren Frankreich, kurz vor der Grenze zu Spanien. Diesmal zusammen mit Siki. Wir haben auf jeden Fall alle Bikes am Start. Siki ist ein Bike auch sehr, sehr geil geworden. Leider diesmal mit Originalkrümmer, komplett neonorangen Design und auch Neonfelgen. Die Felgen sind echt krass, wie die leuchten. Auf GoPro kommt es wahrscheinlich nicht so rüber, aber schon sehr, sehr geil. Hoffen wir mal, die Karre läuft, macht in letzter Zeit auch sehr, sehr viele Probleme. 450 auch am Start und auch die GasGas von KTM München Süd im geilen Design. Einmal hier bin ich auch mal gespannt zu fahren. Ich bin erst einmal eine GasGas 700 gefahren, die ist es aber auch noch kürzer übersetzt. Ein paar andere Teile schön gemacht, ich bin mal gespannt. Besonders auf die Übersetzung, denn die macht sehr viel aus. Da muss ich wirklich mal probieren, wie man damit Circles und so weiter machen kann. Und ja, wie die sich dann einfach verhält. Weil klar, es ist ein Schlagschiff, aber es macht trotzdem nochmal so einen riesen Unterschied, wenn die ganze Übersetzung ein bisschen kürzer ist. Jo, schauen wir mal, was die nächsten Tage so geht. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Hier sind schon die ersten Motorradfahrer, die hier rumheizen. Perfektes Wetter auf jeden Fall. Da oben ist jetzt der Siggi. Hallo! Und wir fahren jetzt los. Und kleine Werbung noch an der Stelle, und zwar gibt es ab sofort bei Gensgang im Shop meinen neuen limitierten Euder Sunset Hoodie für jeden, der mich immer auf diese ganzen geilen Sonnenuntergänge markiert, beziehungsweise die auch in meiner Story sieht. Limitiert verfügbar. Ich blende euch hier nochmal ein, wie der Rückendruck aussieht. Als der Link unten in der Beschreibung. Weiter geht's im Video. Schauen wir mal, ob unsere Bikes laufen, oder? Stimmt, ja. Du hast den Autoschlüssel und es ist noch offen. Ich hab den nicht, ich hab den dahin gelegt. Verlierst du das dann auch nicht? Nee, nee. Wie, 5 Akkus? Kannst du auch mal neu holen. Schau es dir an. Ja. Schau es dir mal im Schatten an, das kommt das Blaue richtig so. Ja, ja. Kannst du der Polizei immer sagen, da kommt der Weg, oder? Genau, weil ich einfach ein Braver bin. Mhm. Fahren Sie! Och nee! Das kann doch nicht sein! Einmal mit Profis. Super! So, jetzt kann es aber wirklich losgehen. Wir brauchen eine Tankstelle, oder? Jetzt, aber irgendwas springt hier massiv. Der Fahrtwind kühlt es wieder ab. Okay. Das sind schon die ersten Zweitaktfahrer, wie man sie immer erlebt im Ausland. Hier mit der Zweitakt herumhalten. Da brennt das halbe Dorf, was wahrscheinlich auch normal ist in Frankreich. Und wir fahren jetzt Richtung Spanien. Auch ich finde es einfach geil zu sagen, Mitte November. Ich fahre jetzt gleich mal kurz mit dem Motorrad nach Spanien. Übrigens, ich war hier schon mal vor 2 Jahren. Damals habe ich aber kaum noch Vlogs gemacht, sondern eher nur Bilder und so weiter. Da waren wir genau hier. Da ist ein süßer Hund. Oh, hallo. Jetzt kommen wieder die Motorradraudis. Ja, und der Roller. So muss man fahren hier. Da muss ich immer anpassen an die einheimischen Fahrmanöver. A few moments later. Ey, ich habe mir aber schon letztens im Bus gedacht, so, hey, der wirkt irgendwie platt. Oh, der ist ja komplett platt. Da ist doch der Schlauch kaputt. Na, komplett platt ist er nicht. Aber halt ziemlich. Weißt du nicht, dass er komplett platt ist? Nee, da ist noch was drin. Auf das. Wir können doch einfach mal die zwei Boys fragen. Yeah, we have but also an Instagram. What's your name? It's OI. This guy. Yeah. Do you do wheelies? You do wheelies with the scooter? Ich glaube, der Junge macht das erste Mal Wheelies hier, weil ich ihn gefragt habe. Der zieht jetzt hier auf dem Parkplatz vor Wheelies. Wetten wir? Ja, macht er echt. Ja, da kannst du doch. Nice! Jetzt geht hier wieder schon wieder ab. Der nächste, der sich freut, Junge, nur in Frankreich. No me with my bike? Er kann vielleicht auch Wheelies mit dem Roller. Willst du die auch nochmal sehen? Ja, ich kann mir gleich nochmal welche zeigen. Braucht noch Musik, der Junge, zur Motivation. Mal, kannst du hinter dem Kipppunkt? Das können manche noch nicht. Aber er wird es irgendwann gut können. Ja, auf jeden Fall. Colliore. Ah, Collioure. Collioure. Là, quoi? On y va, nous. Collioure. Ist das ein Bus, ja? Yes. Vous voulez essayer? Ça?
Diese Helme mit den Hörnern oben drauf sind auch immer so geil. Have a nice day. Have a nice day. Bye. Oui. 10.000? Ja, 10.000. Hä? Ich finde die Hörner so geil, das sieht so cool aus. Bye. 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 Hallo. Die Mopeds hier drin an, Max. Wow, die Vögel. Oh, noch ein süßer Hund. Diese Hunde sind voll mein Ding. Eine geile Strecke. Da bin ich mal fast überfordert mit diesen ganzen krassen Kurven hier überall. Mal kurze Aussichtstour. Richtig geil. Oh, das ist noch so eine alte Mautstation, auch sehr geil. Komplett lost hier. Krank. So, und hier sind wir dann in Viva España. Da ist es. Ab hier wären wir in Spanien. Meinen Sie hier hoch? Offroad? Das sind die Touren. Oh Gott, das ist fast ein bisschen krass. Du, das ist echt fast ein bisschen krass. Oh. Warte, ich halt. Was geht's da rein? Wie weit geht's da rein? Mach ich denn das jetzt? Ich renne, da soll es da runterklettern oder was? Ha. Ja, das ist irgendwie so voll der Dingbunker, ne? Also ein Schützengraben an der Grenze. Oh Bruder, ich denke mir einmal, als ob da jemand drin geschlafen hat. Sau krass. Hallo. Oh, das hört sich da hinten voll komisch an, Bruder. Ja, ja, warte mal, das dreht sich aber hier unten nicht mehr. Da unten ist auch so ein Hebel. Hier ist auch geil. Hallo. Hey, musst du dich heute noch rasieren? Boah, das ist schon ein bisschen eklig. Ich will nicht wissen, was hier passiert ist. Hat sich jemand rasiert? Ach, hier hat doch selten mal jemand gewohnt. Ja, wird auf jeden Fall geschlafen. Das war ein richtiger Grenzgänger. Der Typ hat einfach alles rasiert. Es sind auch noch so Zahnräder. Das sieht aus wie ein Schalthebel hier. Wie ein Moped-Schalthebel. Ja, vielleicht finden wir da vorne noch einen. Sollen wir nochmal weiterfahren? Ja, da hoch geht noch. Zeig mir deine Enduro-Skills. Zeig sie dir jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss der Enduro-Fahrer wieder rauskommen. Ein bisschen hochschieben. So. Dann Druck aufs Hinterrad. Wow, wow, wow!